Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück in Skyrim. Wir sind gerade in Rift und haben dir eine Mission von der einen Seite nach Myall angenommen. Wir sollen. Na, nein, da wollte ich jetzt nicht eine Markierung setzen. Geh weg. Wir sollen dahin, um ihre Düsterklinge wiederzukriegen. Dann sollten wir am besten nach Dämmerstein reisen und dann können wir da einfach hochlaufen. Natürlich ist es nass, darauf habe ich jetzt keine Lust. 3 Stunden. Das ist schon besser. Oh! Wir haben unsere Familie gefunden, Inigo! So viele wollen nicht mit uns sprechen. Werf deinen Blick darauf. So, kann ich bei dir bestimmt noch irgendwas verkaufen? Yep. Das ist sicherlich auch Dietriche, ne? Werf deinen Blick darauf. Stimmt, ja, sehr schön. Oh, ich kann Bärenpelz kaufen. Diebesrucksack. Ich habe einen Magierrucksack, nicht wahr? Oder auch nicht. Ich kaufe den einfach mal, warum auch nicht? Nee, die brauchen wir nicht. Bei der anderen wird ja auch Schloss knacken leichter. Hast du noch Krankheitsheiltränke? Ja. Das brauche ich auch immer. Möge euer Weg. Bekleidung. Ja, um 75 erhöht und steigert Magika um 20. Dann macht der Diebesrucksack eindeutig Zu mehr Sinn. warmen Wüsten Ja, ich fühlen. weiß genau, was ihr meint. Meine Zehen sind von der Kälte ständig völlig taub. Na, ist so ein richtig schöner pastellfarbener Sonnenaufgang. Wer ist das? Der sieht aus wie ein Weihnachtsmann. Ja. Was habt ihr zu verkaufen? Werf deinen Blick darauf. Kaufe Kunde des Rentiers? Okay. Ich kann das Rentier kaufen, cool. Brauche ich aber nicht. Ich dachte lieber so durch die Gegend, anstatt auf dem Tier zu sitzen. Hi, hier sind wir also schon nah dran. Hier ist es. Und ich befürchte, ich gehe wieder vom falschen Ende dorthin. Give me your best. Yeah,
schlecht. Hey. Hey, die sind da oben. Ich darf Inigo nicht alleine lassen. Hey, Dude. Something on your mind? What is yours is mine. Wir gucken, ob du überhaupt. Okay, ja, du hast alle Tränke. Und noch Süßkuchen, also dir geht's gut. All set? Ja. Ach, da oben ist er. You are shameful with that bowl. Let me show you how it's done. Brauchen wir Käse? Wir brauchen keinen Käse. Welche nicht? Ah, da ist er. Speak to me. No, my mind is a tree without leaves at the moment. Auftrag im Besinnkeleft. Ihr wolltet schriftlich? Na schön. Die Abmachung lautet, dass ihr mir helft, die Artefakte aus den Ruinen zu holen und ich sie an meine Käufer liefere. Keine Artefakte, kein Geld. Ich zahle pro Stück, also bringt mir, was ihr finden könnt. Viel Glück bei dem Versuch, ohne mich daran zu verdienen. Manuel Ferrano. Wir müssen nach unten, aber ich wollte schauen, ob vielleicht oben noch eine Kiste ist. Hey.
da jemand? Target down. Everything alright? Let us just try to stay quiet for now. Ja, aber auch das ist die beste Idee, wäre erstmal hier ein bisschen rumzuschleichen. Ist da jemand? Nein. Du hast keinen gehört. We have been spotted. Wir sind verloren. Rück! Ich frage mich, ob wir noch Fäume begegnen in dieser Ruine. Meine Mutter hat ja nur von einer Maschine gesprochen. Ich denke mal sehr, dass es ein Dwemer Centurio ist, so wie sich das anhörte. Something on your mind? Pooling our resources. Ich habe einen Süßkuchen gefunden, also bitte. Let us go. Ist hier keiner? Maluriels Tagebuch. Ich hatte Glück, dass ich sie überzeugen konnte, mich aus den Toren von Bruma herauszulassen. Zeit, Sirodi ihr zu verlassen. Himmelsrand, nicht so übel, wenn einem der Geruch von Mammut nichts macht. Vielleicht kann ich die Forschung vergessen, den Auftrag vergessen. Die Luft hier ist rein. Karawane braucht Fragen mit. Früher oder später werden sie aufholen. Geld wird nichts nützen. Brauche etwas Zwergenschrott, um sie zu besänftigen. Aber wie? Markat war vielversprechend, aber verschlossen und verriegelt und ich bin kein Dieb. Muss eine andere Möglichkeit finden. Wegelagerer haben den Fahrer getötet und versucht, mich auszurauben. Vivek muss mit mir gewesen sein. Ich konnte sie überzeugen, für mich zu arbeiten und die Zwergenruinen auszugraben, in denen sie ihr Lager aufgeschlagen hatten. Jedenfalls sicherer als die Städte. Diese Banditen sind dumm, aber hier unten wird mich niemand finden. Habe tatsächlich einige Artefakte gefunden, muss versuchen, meinen Käufer zu finden. Vielleicht verdiene ich tatsächlich genug, um diesen Dummköpfen faire Arbeit zu zahlen, was ich versprochen habe. Kann ich zurückgehen nach Markart? Bleibe zunächst in den Ruinen. Was ist mein nächster Schritt? Vermute jetzt mal stark, dass es ein dunkler Elf ist. Nicht nur alleine wegen dem Namen, sondern auch wegen Vivek. Was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass es dass Banditen in Skyrim immer als dumm dargestellt werden. Ich hätte gerne meinen intelligenten Banditen. Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. Ah, da haben wir die ersten Maschinen. Ja, Mist. Ah. Oh, Brother! You will not have to worry about being ugly ever again. Manchmal liebe ich so eine Beleidigung. There is no need to push. Ja, sorry. Wo hast du denn die Leiche hingelegt?
Danke. Ja, okay, so kann man es auch machen. Das war Müll. Danke. Ein Meisterschloss. Wehe, das bringt mir keinen guten Loot ein. Fast.
Endlich. Hey, das ist gut. Das hat sich ja doch gelohnt. Da hinten war man was. Ah ne, da, von da sind wir gekommen. Hm. Ah, Tiefengewölbe. Hm. Excuse me, my friend. Jetzt nicht sagen sollen mit dem Fallmann, ne? Weil bisher war es in jeder scheiß Dwemer-Ruine gewesen. In jeder. Kann ich nicht mehr schießen oder was? Danke. Wie ich das schaffe? Holt! Ja. Und es lohnt sich nicht. Bleib stehen, Inigo. Stehen bleiben, ich komme gleich hier für Ida. Inigo! Ah, ich kann ja auch runterspringen. Stimmt. Hast du recht, hast du recht. Steaming ruins always make my hair stand up. Something on your mind? Come on, we can talk in a bit. Let's keep going. Oh. Sorry, Inigo. Wie ich jedes Mal schaffe, dass er im Weg ist. Oh. Hi. Danke, dass du einfach dich hast töten lassen. Was, weil wir deinen Freund getötet haben? Standet ihr euch nah? Es tut mir sehr leid. Aber jetzt seid ihr im Tode wieder vereint. Ah ja, klar.
Wir haben uns heute hier versammelt, um die Hochzeit dieser beiden toten Falmer zu betrauern, da sie tot sind. Sieht echt aus wie so ein Konferenzsaal. Oder wie der Standesamt, wo ich geheiratet habe. Jedenfalls so eine Art. Da standen dann auch zwei Tische, wo man sich dann hinsetzen konnte und dahinter die ganzen Reihen, wo die Gäste bleiben durften. Frag mich langsam, ob wir zu der großen Maschine kommen. Oder ob die noch in irgendeinem anderen Raum drin ist. Ein bisschen baden. Oh. Und dabei die ganzen Palme übersehen. Interessant, Inigo, dass du darauf reagieren kannst, dass sie blind sind. Du sollst nicht jedes Mal im Weg stehen. Komm, ich lass mich auch runter. I am not feeling at my best. Ich auch nicht. So. Ah. Ich habe echt daran geglaubt, dass ich den Sturzschaden überlebe, wenn ich ehrlich bin. Ich habe vergessen, dass es in Skyrim so viel Sturzschaden gab. Also kann ich die wenigstens ein bisschen besser töten als vorher. Na komm näher. Hier. Sehr schön. Da war die. Jetzt aber schleichen. Was? Genau so wollte ich es machen.
Ist er runtergefallen? Passt. Excellent work. Danke. Neue Stufe. Was machen wir denn? Wir machen Gesundheit. Mir ist gut. Redekunst. Befehl. Das hier hätte ich gerne. Jeden erdenklichen Gegenstand bei jedem Händler verkaufen. Aber da brauchen wir noch ein bisschen. Aber ich kann schon mal beim anderen Geschlecht bessere Preise erzielen. Das ist auch nicht schlecht. Ah, hier ist die Falmerrüstung. Man findet ja eigentlich nirgendwo wirklich alle Falmerrüstungen. Alle Falmerrüstungsstücke. Auf einem Platz, aber hier, vor allem in den Kyras, den findet man eigentlich nicht irgendwo anders. Wie sieht man denn damit aus? Ja, irgendwie nicht so gut. Das sieht echt creepy aus. Ja, das ist schon wieder besser. Wie die noch irgendwelche Handschuhe. Wobei ich mich frage, ob bei den Khajiit und den Argonien überhaupt die Helme passen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass in Morrowind man keine Helme und keine Handschuhe ausrüsten konnte. Eben weil sie ja die... Die Ohren und die Hörner hatten, sodass da irgendwie nichts gepasst hat. Genauso auch bei den Händen die Krallen. Da haben auch keine Handschuhe gepasst. Fand ich eigentlich immer ziemlich cool in Morrowind, dass sie darauf geachtet haben. Wäre eigentlich cool, wenn es so extra Argonia- oder Khajiit-Helme geben würde, wo man das dann auch sieht, wie es dann Aussparungen gibt oder wo die Sachen dann auch geschützt sind. Target down. Also halt dann bei den Hörnchen, dass man da auch irgendwie so Metallplatten hat oder so, die Hörner. Nee, richtig Loot gibt es nicht hier.
Ey, wobei, das ist geil. So, und ich hatte Mjöl meinte das Geschäft da. Prima Centurio. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Man hätte dann auch irgendwie eigene Khajiit- oder Agonia-Händler dann machen können, welche die dann nur diese eine Rüstung verkaufen, die speziell für die beiden Rassen sind. Das wäre auch cool gewesen. Ah ja, da ist er. Wenn ich im besseren Fall... Das ist eine Maschine, ich glaube ein Blitzball würde ganz gut sein. Speichern wir mal vorher. Das klappte doch ganz gut. Auch wieder neue Pfeile. Oh! Da ist die Klinge. Düster Klinge. Oh, ein Rukanga-Schwert. Cool. Kein Wunder, dass sie das Schwert zurückhaben wollte. Da fehlt der notwendige Gegenstand. Schade. Bin ich denn hier noch irgendwo? Sieht nicht so aus. Do you know where you are going, my friend? Ja, ein bisschen schon. Oder war es der hier? Nee. Wahrscheinlich auch nur dazu da, um das hier zu öffnen. Dann gehen wir mal wieder raus. Frische Luft ist doch immer ganz gut. Dann gehen wir mal wieder zurück nach Öftern, geben das Schwert ab. Können dann sicherlich auch wieder ein paar Sachen verkaufen. Mjoll! Mjoll! Hey to Dad! Komm mal her! Ihr stammt auch nicht von hier, was? Ich habe Düsterklinge gefunden. Erstaunlich! Dass ihr es wirklich geschafft habt, es zu finden und auch noch lebend zurückzukehren. Auf meinen Reisen bin ich nur selten Abenteurern begegnet, die so fähig und geschickt waren, wie ihr es seid. Ich muss wohl noch viel lernen. Wenn ihr erlaubt, wäre es mir eine Ehre, euch eine Weile auf euren Reisen zu begleiten. Wie es scheint, habe ich noch viel zu lernen. Geht ihr voran. Okay. Seltene Schmuckstücke und die schönsten. Das war also dann die Belohnung, dass wir sie als Gefährten haben können. Ich habe ja Darf ich euch einige edle Waren? Das, was ihr hier seht. Ja, mehr Schaden. Ich kann ganz schön viel weiter verkaufen, ist cool.
Behaltet die Straße im Auge. Wollt ihr etwas kaufen oder seid ihr nur zum Trainieren gekommen? Wenn nicht, dann... Ich werde euch zeigen, wie ihr euch wirksam schützen könnt und dabei dennoch schnell auf den Beinen bleibt. Das, was ihr hier seht. Kommt wieder, wenn ihr mehr Gold ausgeben wollt. Ich kann es auf jeden Fall gebrauchen. Grüße, geschätzter Kunde. Das, was ihr hier seht. Okay. Ich kann Amethyste bei ihm verkaufen. Cool. Stellt ihr euren eigenen Schmuck her? Jawohl. Leider bin ich einer der letzten traditionellen Saxliel-Juweliere in Tamriel. Unser Handwerk gerät langsam in Vergessenheit. Das einzige Problem ist, dass ich schwer an Materialien komme. Die Straßen zu den Minen und den anderen Städten sind übersät mit Banditen und Schlimmerem. Wärt ihr interessiert daran, ein wenig Material für mich zu sammeln? Ich würde euch auch sehr gerne dafür entlohnen. In Ordnung, ich werde sie für euch besorgen. Danke sehr, Landläufer. Ich suche ein paar Gegenstände für mein nächstes Werk. 2 makellose Saphire, einen Mammutstoßzahn und einen Klumpen Golderz. Okay. Passt auf euch auf, Landläufer. Wollt wohl sehen, wie bald... Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Denkt daran, es müssen echte Feuersalze sein. Hallo, Madesi, mein Freund. Wie ist es euch seit dem Vorfall letzte Woche ergangen? Seit ihr diesen Schläger der Diebesgilde verjagt habt, haben sie mich in Ruhe gelassen. Was für ein Glück, dass wir euch haben. Es war mir ein Vergnügen. Wenn ihr die Diebesgilde dabei ertappt, dass sie jemand anderen belästigt, dann lasst es mich bitte wissen. So, ich will nach Einsamkeit. Ich will nach Einsamkeit und sind in den Pfeileladen. Weil ich ein paar neue Pfeile brauche. In meinem Amt, nun, dann seid ihr am rechten Ort. Verdammt. Wozu die Eile? Ich sollte mich wohl wieder meinen Papieren zuwenden. Ja, das wäre wohl das Beste. Zu dir wollte ich. Gib mir mal Pfeile. Hallo und willkommen, mein Pfeil und Bogen für den mächtigen Jäger. Nein, die will ich nicht verkaufen. Kommt doch bald mal wieder vorbei. Werde ich vielleicht sogar. Du hast Pfeile. Ich brauche Pfeile. Immer. Okay, na dann haben wir diese Folge ja erfolgreich beendet, indem wir Mjoll ihr Schwert zurückgebracht haben. Wir haben wieder ein paar Pfeile, was ich auch gut finde. Und dann werden wir mal in Einsamkeit in der nächsten Folge noch ein bisschen rumstromern. Bis dahin wünsche ich euch einmal Schönes. Wir sehen uns. Begag!